Woche auf der Straße, nicht nur um gegen den Laden zu demonstrieren, sondern insbesondere zu zeigen, dass es gegen diesen Laden hier im Bezirk Widerstand gibt. Jede Woche sind es mehr geworden und das ist der erste Erfolg dieser Demonstration. Zehntausende mehr wissen inzwischen, was Tor Steiner ist. Und Tausende mehr kommen hierher zu diesen Kundgebungen und zu dieser Demonstration. Der zweite Erfolg ist, dass jetzt endlich auch juristisch gegen diesen Laden vorgegangen wird. Ich bin davon überzeugt, ohne diese Demonstration am Tag der Eröffnung und in den Wochen danach gäbe es keine Räumungsklage, gäbe es keine fristlose Kündigung. Deshalb sind auch diese Demonstrationen auf der Straße notwendig. Ohne den Druck auf der Straße hätte die Verwaltung der Vermieter wahrscheinlich nicht verstanden. Es ist ein unendlicher Skandal, dass wenige Zentimeter neben der Gedenktafel, die darauf hinweist, dass 1933 in diesem Haus von den Nazis politische Gegner gefoltert und ermordet worden sind, dass wenige Zentimeter daneben dieser Laden eingerichtet werden konnten und bis heute immer noch existiert. Deshalb ist es für uns, für diesen Bezirk, für die Bevölkerung und für den Kampf gegen Rechts insgesamt erforderlich, dass diese Demonstrationen so lange weitergeführt werden, bis das gerichtliche Verfahren Erfolg hat, bis dieser Laden aufgegeben wird. Ohne den Druck von der Straße wird auch das nicht zu erreichen sein. Deshalb müssen wir immer wieder kommen und immer mehr werden. Und ich fordere hier die Leute, die jetzt oben von den Fenstern gucken, liebe Bürgerinnen und Bürger, lasst das Gucken sein, kommt herunter, reicht euch ein. Jawohl!